Was habe ich denn noch zu essen hier überhaupt? Outfit, Tankrüstung, Hasenfell. Hängt da eigentlich noch genug oder muss jetzt mal immer wieder irgendwie auf die Jagd gehen oder so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das letzte Mal sah es ziemlich mau aus, ne? Hier hängt auch noch was. Ich hasse das, ey. Was denn? Naja, wenn du irgendwo wieder hochspringen willst und der packt das einfach nicht, wie denkst du, Mensch, das würde sogar ich hinkriegen? Weißt du, was ich meine? Weil ich gerade ins Wasser gefallen bin, wollte wieder auf das Steg drauf springen und der hat es einfach nicht hingekriegt. Ja. So, ich habe mir jetzt ein bisschen Solar. Wir könnten theoretisch. Oh ja, perfekt. Das ist perfekt, dass es gerade regnet. Weil ja, das geht. Die alle leer, ne? Ja. Deswegen habe ich gerade auf die Dosen ein bisschen zurückgegriffen. Waren hier eben noch irgendwie 5000 Rehe und jetzt ist keins mehr da, wenn man alles braucht. Ja. Oh, schon wieder so ein Laternen-Heini. Also, oh, wir haben Besuch. Wir haben gerade ein paar Leute als Besuch. 30 Minimum. Zwei Hängetitten und einmal so ein Laternen-Heini da. Bin schon auf dem Weg. Mhm. Also doch, lassen Sie mich in Ruhe. Nur die Frage ist, wie lange halt, ne? Ich versuche nur mal, das so lange wie möglich zu vermeiden, rumzurennen, weil das immer so viel Energie und Nahrung und so kostet. Also immer alles so schnell runter. Ja gut, ich gehe jetzt halt ein bisschen Bäumchen holen, ne? Ein bisschen Bäume sammeln. Wo ist die andere hin? Sie hat einfach mal ihren Degen, auch nicht schlecht. Ja, das Ding ist relativ schnell von der Schlag. Was hat das schon wieder hergezaubert? Als ich auf dem Weg da zu dem Dorf war, da ist die Höhle, wo dieses Katana drin ist. So. Da kommst du ganz schnell hin ohne Gegner. Du guckst übrigens schon wieder so traurig, das sollst du doch nicht. Ja, guck, du hast mal in den Spiegel geguckt. Nee, das lasse ich lieber, das ist besser für alle anderen. Ja, für Allgemeinheit und so. Du hast gerade so ein bisschen ausgesehen, hier wie so eine Puppe aus der Augsburger Puppenkiste. Ein paar Fäden an der Arme. Sowas nennt man Marionette. Ja, ich kam nicht auf den Namen. Im Alter hat man manchmal Wortfindungsstörungen, das ist normal. Okay. Da kommt ihr auch noch alle hin. Ich werde den mal hier ein bisschen kochen, weil ich will nämlich auch diese Dinger bauen, die der Kev jetzt bauen kann. Ich habe nichts gemacht, ich weiß nicht, was du meinst. Du Kannibale! Und? Was? Ist nahrhaft. Du stehst auf Fuß, ich weiß. Klar, voll der Fußfetisch ist hier. Am liebsten richtig verschwitzt und so. Ja, verschwitzt und verhornt. Das knuspert immer so schön. Das ist wie bei der Haxe mit der Schwarte. Gehst du mal bitte weg? Sag mal, ziehst du dir mal. Hau ab von mir! So, die Eule hat mich angegriffen. Bevor ich wieder sterbe. Haut sie ab. Soll's auch. Und schön daneben geworfen. Oh, da ist ein See. Den habe ich nicht gesehen. Hm.
jetzt kommt so wieder die Tageszeit, die ich nicht so mag. Gleich wird es nämlich dunkel. Ich arbeite lieber am Hellen. Können wir wegschlafen. Ja. Dann geh schon mal zum Haus. Können wir sofort. Jetzt nur die zwei Bäume noch einnehmen. So. Aber noch geht ja, ne? Ja. Ja gut, man sieht mittlerweile schon wieder ein bisschen weniger. Das Nickerchen denn halten? Oben oder unten? Was ist jetzt oben? Na, Moment, ich schlachte hier gerade noch ein Reh. Immer diese Tierquäler hier. So, ich rette mal kurz das Spiel. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich rette das Spiel. Also er hat es aus dem Englischen komplett übersetzt. Das Save the Game ist auch sowas wie das Spiel. Das heißt das Save the Game im Englischen oder Safe Game. Und dann heißt es auf Deutsch halt dann das Spiel retten. Das sind sowieso teilweise so komische, also so lustige Übersetzungen. Ja. Habt ihr mal gesehen, wie das, wie hier die Wildschweinhaut heißt? Nein. Da steht dann Windschwein. Nicht Wild, okay. Sondern Wind. Wo cool. Ich bin da. Ich auch. Einmal kurz. So, dann muss ich jetzt was essen. Bevor die was trinken. Warte, ich hab da noch. So. Was ist das? Hä? Was soll das hier darstellen? Nee, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Hä? Das Ding hier mit zwei Stufen und drei Stöckern drunter. Zwei Stufen, drei Stöcker? Was? Hier oben neben der Treppe. Ja, ich guck gerade. Hier. Was soll das sein hier? Was ist, das ist... Warte mal. Das ist. Ich guck gerade nach. Das war auch irgendwas. Warte mal. Was ist das? Jagdunterstadt ist. Nee, das ist ein Sprengstoffregal. Ah, okay. Aber es steht falsch, glaube ich. Ja, ja. Da kannst du nachher Molotow-Cocktails. Genau, Sprengstofflager. Da fehlt noch ein Ast. Also so ein Bombenstamm mit drin. Ich meine, wenn wir ein bisschen in der Story weiterkommen wollen, sagt er Bescheid, ne? Aber ich habe noch ein bisschen Bock zu bauen. Ne? Wir können das ganze Ding noch ein bisschen ziehen. Man kann ja also ich will auch nicht unbedingt in der Story jetzt, also ganz unbedingt weiterkommen. Also man kann ja viele sagen, oder wollen ja schon weitermachen, auch den Jungen retten und so. Aber wir können noch ein bisschen machen. Ja? Den Jungen retten, wer will denn das? So langweilig. Wollte gerade sagen, soll noch ein bisschen durchhalten, mein Gott. Also seitdem ich jetzt irgendwie, ich spiele das Spiel jetzt irgendwie seit 2 Jahren ungefähr. Hm. Ich hab noch nicht einmal versucht, das Kind zu retten, weil mir das Bauen am meisten Spaß macht. Wer will das auch? Ich wollte gerade sagen, macht ja Spaß momentan auch ein bisschen seine Kreativität auszuleben. Gerade wenn man so die Möglichkeit mal hat. Ich meine, ich spiele wenn du kein Fan so von Minecraft. Also ich habe schon ein bisschen gemacht, aber ich finde das hier tatsächlich einiges interessanter als Minecraft. Auch wenn ich jetzt gleich von hinten irgendwas an den Kopf kriegen werde. Da ist wieder was Großes. Mich hat. Leg das Fässer weg. Nein. Minecraft ist super. Ja, nein, alles gut. Ich höre ja. Gibt nur leider kaum noch Leute, die das zocken. Minecraft?
Ja. Geht. Ich kenne genug. Auch noch. Meine Freundin sagt das nämlich sehr gerne nebenbei. Wenn wir mal bei ihrer Mutter sind oder so. Dann. Mein bester Freund und ich, wir haben vor kurzem noch den Eiffelturm gebaut. Wenn du bei dem Projekt hast, also ich habe mal mit Leuten zu uns angefangen, den Stuttgarter Flughafen nachzubauen. Der arbeitet zum Beispiel dort auch und hat mal da ein bisschen angefangen, aber dann irgendwie auch nicht mehr weitergemacht. Ich habe das Spiel ja verkauft für die PS4. Nee, also das spiele ich auf PC. Weil ich da die Steuerung angenehmer finde. Und dann haben wir uns da so ein paar Mario-Figuren noch hingesetzt und das weiß ich nicht alles. Hier ist noch ein zweiter. Hinter euch. Ja, ja. Der ist ja richtig Feuer und Flamme, der Junge. Ich gehe mit meiner Laterne. Der ist ja bald, ne? Oder er ist vorbei, dann Martin. Kann mir nicht helfen, aber irgendwie werde ich hier die ganze Zeit geschlagen. Stehst doch drauf, hab ich gehört. Ich hab's mir die ganze Zeit verkniffen. Das ist ein Gerücht. Kommst du mal her jetzt hier? Kannst du mal. Geh mal weg. Ich würde dich gern mit Pfeil aufspießen. Was ist er denn? Hit euch. Der versucht sich gerade schwindelig zu laufen. Unerhört. Warum macht man sowas auch? Ja. Ein Feuer machen. So, eigentlich wollte ich jetzt weitermachen. Umba-Jamba. Was auch immer das gerade war. Wir tanzen gerade um Feuer. Na, immer wenn wir Leichen verbrennen, dann müssen wir ein bisschen Voodoo dazu machen, damit die Stimmung besser ist. Oh Gott. Herzhaft. Ich kann keine Knochen mehr tragen. Nee, ich kann auch keine. Ich lager die hier mal ein bisschen ein. Oh Gott, wir haben schon wieder einen Großen hier irgendwo rumrennen. Das war's. Die werden echt lästig, ne? Gerade dezent, ja. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt gesehen hat. Wo ist er denn? Hier, bei mir irgendwo in der Nähe. Er läuft auf jeden Fall immer schneller. Ich weiß noch nicht, wo der. Doch, gerade zu ist er. Der ist es. Oder? Warte mal, wo sitzt denn der gerade? Doch, da hinten ist er. Das ist ein ganz dicker. Das ist so ein Umrempler da, oder was die Dinger da heißen. So ein Renntyp. Naja. Bei Left 4 Dead würden wir sagen, da kommt ein Boomer. Okay. Der Witz war jetzt für die Deutsche Bahn, der kam nicht. noch nie Left 4 Dead gespielt? Nein. Gibt's halt auch so ein fettes Gegnervieh, was auf dich zurennt und dann explodiert und dich mit Galle vollspritzt. Für dich halt im Kotzen, mein Gott. Gibt's in Dead by Daylight einen Killer, der das kann?
Die Seuche. Wie sehe ich gar nicht, wo ihr seid? Mit dem Ding, mit dem großen. So, wie braucht man den überhaupt? Der ist ja schon wieder weg. Der ist einfach nach rechts irgendwo abgezogen. Also ich weiß jetzt nicht, wo der genau sitzt. Läuft, der müsste doch eigentlich in den Wald rein, oder nicht? Ich sehe nur gerade nicht. Keine Ahnung. Ja, unten läuft da. Besser so, wenn er weg ist. Besser für uns, besser für ihn. Ja, nee, oh, da kommen die blauen Großen. Ah, ja, ja. Da kommen sie. Ah, der ist da. Ja. Okay. Ich finde die tatsächlich jetzt aber auch gerade extrem lästig. Also man kommt ja kaum weiter mal im Spiel, weil man... Oder man kann ja kaum in Ruhe mal Bäume fällen, weil halt immer ständig diese Typen da rumrennen. Das ist das gerade das extrem Nervige da dran. Bum, 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 bum. Jetzt kann man den aber irgendwie in die Falle locken oder so. Da kann ich rein. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Er ist tot. Juhu. Oh, der andere ist weg, oder? Oh, bitte hier. Das ist noch ein Reh. Baumfeld. Schön am Reh vorbeigeschossen. Wird zum Stock. Jetzt habe ich meinen Speer schön weggeschmissen und finde ihn nicht wieder auch schön, ne? Mhm. Praktisch. Wo ist denn das Reh schon hin? Dreh ist despawned, okay. Ich hänge da mal den Kopf als Trophäe auf hier. Von dem Ding. Haben wir genug schon, oder nicht? Von dem auch schon? Von dem Rennertypen? Achso, nee, ich glaub, da nicht. Wir hatten von allen einen, oder? Nee, Rennertypen war, glaube ich, keine. Aber ich bin mit. Wir haben alle Mutanten gesehen. Nur die Mutanten-Dinger, nur ein bisschen ein paar Tierköpfe, aber mir auch nicht. Der Rennertyp, ich weiß es gar nicht. Hilfe! Ja, ich habe so eine umwerfende Wirkung dafür. Bist du sehr überzeugt von dir? Kann ich nur zurückgeben.